Er wurde 2001 gegründet und bewahrt die Geschichte des Ortes auf rund 500 Quadratmetern Ausstellungsfläche, der Kultur- und Heimatverein Kostebrau. Für seine rund 30 Mitglieder ist der Name gleichzeitig Auftrag. Sie kümmern sich um rund 10 Pflegeobjekte in ihrem Heimatort und präsentieren Kunst und Kultur. Aktuell unter anderem Karikaturen aus dem Cartoon-Museum Brandenburg in Luckau. Also wir haben gute Verbindung mit dem Cartoon-Museum in Luckau und der Herr Dr. Ehrenfried Richter hat es ermöglicht, hier nach Kostebrau einen Teil der Cartoon-Ausstellung herzubringen. Das war nicht ganz leicht gewesen, aber am Sonntag, diesen Sonntag, haben wir diese Galerie hier eröffnet. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von dieser ganzen Cartoon-Sammlung, aber die ist gut angekommen, war auch gleich gut besucht und ich empfehle jeden, der mal nach Kostebrau kommen sollte, hier dieses Cartoon-Museum, sage ich mal, diese Galerie zu besuchen. Was konkret wird dann hier gezeigt unter dem Namen Verkehrsgeschehen? Also Verkehrsgeschehen, man sagt ja immer wieder, Cartoons sind ja eigentlich Zeichnungen aus humoristische Zeichnungen aus Zeitschriften. Und Verkehrsgeschehen, das ist natürlich immer der Zeitgeschichte gestellt hier, dass praktisch Situationen vom Verkehrsgeschehen dargestellt werden. Natürlich humoristisch, wie man hier auch überall sehen kann. Der Kultur- und Heimatverein Kostebrau beschäftigt sich ja nicht nur mit Cartoons, mit Ausstellungen, sondern sie machen viel mehr. Sie haben zum Beispiel Pflegeobjekte. Also, um uns zu finanzieren, haben wir von der Stadt Pflegeobjekte genommen, in der Anzahl 10. Das bedeutet Park, Kriegerdenkmäler und so weiter und so fort, die wir ständig betreuen, pflegen und instand halten. Das ist natürlich von unseren 30 Mitgliedern nicht so einfach. Deshalb werden, halbjährlich Arbeitseinsätze oder vierteljährlich Arbeitseinsätze hier durchgeführt, die praktisch die Instandhaltung garantieren und uns einigermaßen auch, ein bisschen Geld einfließen lässt, wo wir praktisch die Stadt unterstützen in den Pflegeobjekten, die wir praktisch übernommen haben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Kultur- und Heimatverein auch jede Menge Feste feiert. Mit den Festen ist es nicht so einfach. Wir feiern. Aber wir sind ja nicht ein Festverein, sondern wir tun ja die Geschichte von Kostebrau aufarbeiten. Und natürlich gibt es nicht nur Arbeiten. Wir wollen ja unsere Mitglieder nicht nur zum Arbeiten zwingen, sondern wir wollen auch ein bisschen feiern. Dieses Jahr ist leider unser Parkfest ausgefallen, aber dafür gibt es ein Pyramidenfest. Unser Adventfest steht fest. Das wird in der ersten Adventswoche sein, wo wir nochmal zusammenkommen und nochmal über das Jahr nochmal gebündelt, nochmal nachdenken, was wir besser machen können im nächsten Jahr. Nächsten Jahr gibt es dann auch wieder ein Kinderfest. Also wir haben ja immer unser großes Kinderfest. Wir haben angefangen mit 40 Kindern. Dieses Jahr war natürlich die Schallmauer fast durchbrochen. Wir hatten 256 Kinderchen hier, die wir betreut haben hier auf dem Dorfanger. Und es war ein hervorragendes Fest gewesen. Hut ab und nochmal danke dem Team, die das hier durchgeführt haben. Das ist nicht so einfach organisatorisch zu meistern gewesen. Und aber auch dank unseren Sponsoren nochmal. Sonst könnten wir das nicht so stemmen. Nämlich so finanziell sind wir nicht so gut aufgestellt. Auch 2020 ist eine große, ich nenne sie jetzt mal die eine große Ausstellung, geplant, Naturparadies Grünhaus. Worauf können sich die Besucher freuen? Ist das nur was für Experten? Grünhaus hat eine ganz große Tradition gehabt, schon in der früheren Zeit. Es war königliches Jagdrevier. Heute nach der Abackerung in Kleinleibisch hat der Dr. Röhrscheid wieder das Naturparadies zum Leben erweckt, ist jetzt wieder frei zugänglich. Und wir möchten uns letztendlich anschließen, gemeinsam mit dem Kultur- und Heimatverein Ortrand und möchten eigentlich mal hier zeigen, wie das vor 100 oder 150 Jahren ausgesehen hat. Nämlich hier in den Römerbergen, die leider nicht mehr existieren, waren noch in den 60er Jahren Burghühner, die natürlich jetzt ausgestorben sind. Jetzt werden bemüht, wieder bestimmte Vogelarten wieder anzusiedeln. Und Naturparadies bedeutet ja nicht nur, dass dort Wild und seltene Tierarten sind, sondern auch Pflanzen und so weiter. Und es wird hier nochmal dargestellt. Ich sagte, das ist für jedermann ein Highlight nächstes Jahr. Es wird ungefähr 4 Monate hier ausgestellt. Und ich hoffe, dass sich das viele Bürger hier gerade in der Lausitz sich das anschauen kommen.
Ein Besuch beim Kultur- und Heimatverein lohnt sich auf alle Fälle, denn das ehemalige Schulhaus in der Karl-Marx-Straße 24 ist gespickt mit Erinnerungsstücken, Exponaten und einem kleinen Café. Geöffnet ist immer sonntags von 14.30 Uhr bis 18 Uhr. Termine vereinbaren können Sie auch unter www.kostebrau.de.